Oh, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwer. Ja, dieses Projekt gibt es auch noch. Ja, werdet wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr von diesem Projekt wieder sehen, weil bald kommt der Erweiterungspass raus. Oder also zu dem Zeitpunkt, in dem ich das Video hier hochlade, wird der Pass schon längst draußen sein. Und ja, den werde ich mir natürlich holen und dann können wir ein bisschen weitermachen mit dem Spiel, glaube ich. Versuche ich jedenfalls. Und ja, wir sind jetzt hier im Folongham und mir ist nur eingefallen, wir müssen ja noch ein legendäres Pokémon fangen. Ich habe das immer noch nicht gemacht und ja, ich habe sogar noch einen Fangpart hier offen, den ich noch bearbeiten und hochladen muss und so. Und ja, weil ich habe Pokémon etwas aufs Eis gelegt, um meine anderen Projekte erstmal zu beenden, welche auch irgendwie nicht aufhören. Ja, irgendwie enden wollen, meine ich. Und ja, jetzt versuchen wir mal. Mein Stand, ich werde den Fangpart wahrscheinlich danach erstmal hochladen, aber mein Stand, nee, guck mal, da gar nicht hin, ist 380 Pokémon. Ja, andere Leute haben schon längst irgendwie ihren Galadex vervollständigt, nicht eier hier immer noch rum mit 20 Pokémon, die ich noch brauche. Und ja, aber irgendwann versuche ich halt auch mal. Ist jetzt nicht so, als würde ich die ganze Zeit versuchen. Also wenn ich es versuchen würde, dann würde ich den auch irgendwann mal vervollständigen, aber dafür habe ich keine Zeit, weil ich noch andere Projekte habe, die ich auch mal beenden will. Tales of Vesperia. Und ja, warum ist mein Shirt so am Leuchten? Was? Egal. Ja, das legendäre Pokémon, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Gucken wir mal nach. Müsste, glaube ich, hier drin sein, ne? Ich habe es ja schon mal gesehen. So, guck ich meinen fast vollen Pokédex an. Mir fehlen eigentlich nur noch so Sachen, die irgendwie sich per Tausch entwickeln und die irgendwie schildexklusiv sind. Also alles Machbare, was ich haben kann, habe ich auch schon. Und ja, das ist eigentlich nur das einzige Pokémon, was ich jetzt noch fangen kann. Ein ganz einfach. Ich habe außerdem noch Meisterbälle, ja, Mehrzahl. Wie ich zu denen gekommen bin, ja, seht ihr im nächsten Fangpart. Da guckt euch das an. Ich habe drei Meisterbälle. Wo habe ich die her? Das werdet ihr sehen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Schlummerwald rein. Ist das, glaube ich, ne? Ich habe mal meine Team-Pokémon aus ihrem Koma geholt. Ich habe die natürlich nicht hochgelevelt, weil ja, weil nicht. Die sind hier für Story-Sachen und so gemacht und die will ich natürlich nicht auf Level 100 leveln, um einfach nur, weil ich hier nicht durch die Story durchzufegen. Und ja, wenn die einmal zu hohes Level sind und ich kämpfe irgendwie gegen Gegner, die irgendwie noch unterlevelt sind, dann habe ich ein Problem, weil das viel zu einfach ist. Und ich stelle mir vor, ich kann wahrscheinlich noch mal wie heißt der Champion noch mal ich wollte jetzt Leonidas sagen, Deleon. Und ja, den müssen wir wahrscheinlich auch noch mal irgendwann bekämpfen, so Rückmatch mäßig und ja, das soll natürlich eine Herausforderung sein, nicht so eine riesige Herausforderung wie am letzten Mal, aber ja. So, und ich glaube, Hopp ist schon irgendwie reingegangen in diesen Wald und hier soll das legendäre Pokémon hausen, ne? Irgendwo so stehen geblieben sind wir dann irgendwann mal, ne, glaube ich. Ist natürlich jetzt schon Monate her, deswegen habe ich keinen Plan, aber ich glaube, so ungefähr war das, ne? Dann gucken wir mal. Ich auch allgemein nicht, schon eine Weile nicht mehr vernünftig Pokémon gespielt, außer hier Zaubertausch immer versuchen, irgendwie Pokémon zu bekommen und so. Und ja, war ziemlich langweilig. Aber mit dem Erweiterungspass kommen ja irgendwann neue Pokémon und hoffentlich gibt es auch einiges wieder was zu tun, storymäßig. Dann tun wir natürlich wieder ein bisschen aufnehmen, wo ich lieber erstmal mein anderen Projekt hier beenden möchte. Aber ja, dann kommt wieder hier ein DLC und da ein DLC von Kakarot. Dragon Ball Z Kakarot ist auch noch ein DLC draußen, das habe ich auch noch nicht angefasst. Ich habe mir irgendwie schlimme Spiele ausgesucht, die gehen immer weiter, die wollen einfach nicht enden, weil immer wieder irgendwie noch was kommt danach. Und ja, dann habe ich hier so ein Problem. Aber will ich gar nicht mehr so viele Projekte auf diesem Kanal hier haben. Ich will so mindestens ein Projekt immer nur noch haben. Die sollen auch nicht mehr so groß sein. Ja, wenn dann nur ein
ein großes, nicht zwei, drei Stück oder so. Und der Master, der will ja auch noch immer wieder aufnehmen, aber ich kann nicht, ich habe nur so viele, ey. Ich habe vorhin noch Tales of Vesperia weitergespielt, ey, um, weiß nicht, da mal irgendwann weiterzukommen, mich vorzubereiten und so. Final Fantasy 7 habe ich auch noch, da liegt irgendwas am Boden. Ach nee, das ist eine Falle, ne? Das ist so ein Fallen-Pokémon. So, hier sind wir richtig. Na komm, passiert jetzt mal irgendwas. Ich bin jetzt hier allein ohne Grund irgendwie reingelaufen. So, ich gehe jetzt mal dahin, ne? Ich habe vor jetzt. Okay. Okay, hopp, steht schon mal da. Hi. Hä, Taniro, was machst du denn hier im Wald? Das könnte ich dich auch fragen. Ich bin hier, weil... keine Ahnung. Was sagst du da? Hast du das Gefühl, von irgendwas herbeigerufen zu werden? Hm, sehr seltsam. Niemand traut sich in den Wald, den wir in Sakyan und Summer Center geschlummert haben. Deswegen ist es hier so ruhig. Ein idealer Ort zum Nachdenken. Oder fällt mir ein, ich habe ja noch gar nicht zu deinem großen Sieg gratuliert. Herzlichen Glückwunsch, Taniro. Verstehe es nicht falsch, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass du... mein lieber Nachbar, mein Bruder, den Titel abnehmen würdest. Er ist schließlich der allerbeste Trainer Galas, der unschlagbare Champ. Wenn ich ehrlich bin, kann ich es immer noch nicht ganz glauben. Du bist wirklich ein einzigartiger Trainer, der Niro. So einzigartig, dass ich es nur schwer fassen kann. Sag mal, Niro, willst du noch mal gegen mich kämpfen? Warum? Weil ich gerne am eigenen Leib spüren will, mit welcher Power du den Champ übertrumpft hast. Sag mir sofort Bescheid, wenn du soweit bist. Okay. Ich hoffe, seine Pokémon sind jetzt nicht stärker als die von Deleon. Das wäre jetzt ein bisschen kacke. Das ist Kämpfen. Bist du bereit? Los geht's. Habe ich überhaupt Animationen an? Gott verdammt. Pokémon Trainer, hopp, von der Tisch heraus. Smolok. Das ist immer noch diese Pokémon, ehrlich. Ja, ich glaube, Animationen sind aber an. Hoffe es. Feuerball. Protekel, ja. Au. Jetzt gleich geguckt, welchen Level sind überhaupt den seine Pokémon. Und die sind da 10 Level unter mir. Merke gerade, ich habe doch eine Kampfattacke. In die Fresse. Nein, ich vollkommen egal, wer jetzt hier hochlevelt. Ich habe, ich kann jetzt locker hochleveln. Alle Pokémon in der Dingszone. Ja, Torzone sind, glaube ich, Level 60. Also, ja. Weil wir wollen natürlich ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? So, entweder Tiamat oder Herr von Lauch, würde ich sagen. Aber Herr von Lauch, der verrückt immer mit jedem Schlag, leider. Also, ja, Tiamat. Jetzt kommt er mit Erdbeben, pass auf. Weil wir es nicht gerechnet, dass wir noch mal gegen den kämpfen müssen, aber okay. Pferdestärke. Au. Okay. Und dabei, nee. Nein, lieber nicht. Aber schon ist gelacht, er hat nicht so viel Abwehr. Nur einen riesigen HP-Pool. Oh mein Gott. Au. Oh Gott sei Dank, ich dachte Hammer Arm. Tut ein Heilen, das war schon ein anderer Angriff. Da sehen wir mal, wie lange ich schon wieder im Pokémon draußen bin. Ne? Da soll ich mal die Angriffe hier. Aber ist auch egal. So, Gott rum. Stimmt ja. Ich denke an den Pokémon Camping. Das ist schön für dich. Kampf. Habe ich irgendwas gegen den? Ich hab Sturzflug. Ich hab Igni. Ich hab Kuro mit Eiszahn. So. 10 Level höher, Kollege. Mein fertig, Kuro. Jawohl, mein Herr. Vielleicht Gordrum für Smash kommt. Dann war von Lanzenstarter einen voll ausgewachsenen. Endlich mal. Wir haben schon, weiß nicht, wir haben Quajutsu, wir haben. Quajutsu, wir haben Glurak, wir haben Fuego und man Pflanzenstarter. Ja. Okay.
Irgendwie wird aber voll weggehauen, wenn er eingewechselt wird. Na gut, noch mal so. Opfer dich für mich, bitte. Dann hopp schon immer irgendwie so ernsthaft eine Ecke. So mit dem Wind, der durch deinen Haaren geht. So, ich hoffe, du lässt mich wenigstens noch vorher speichern oder so. Das legendäre Pokémon ganz offensichtlich gleich hier auftaucht. Das wäre ganz schön nervig. Weil ich will dann natürlich auch das legendäre Pokémon mit einem vernünftigen Wesen und also was fangen. Und wenn ich dann immer vorher noch gegen dich kämpfen muss, dann bin ich ja ein bisschen nervig. Gleich Problem hatte ich mal mit Dings. Ja, Little Mary. Das gleiche Problem hatte ich auch mit Dings hier in der Delta-Episode von Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin. Da wollte ich Rayquaza, nicht Rayquaza, Deoxys in einem vernünftigen Dings hier haben. In einem vernünftigen Wesen, aber um das erstmal zu bekommen, muss ich immer erst hier die eine erledigen, ja, die Drachentrainerin. Das ist voll nervig gewesen, ne? So. Jetzt mache ich dich fertig und deinen Fisch auch und deinen Freund auch. So. Oh Gott, ich hab dich. Gott verdammt. Ich vergesse es immer. Ich sehe das Ding so selten. Ich bin hungrig. Britzige, du hast aber auch immer irgendwie Pokémon noch gerade voll nervig zu bekämpfen. In der Raptor, das war Elektronor oder Elektrostein. Ich glaube, der Elektro, ne? Also nicht giftig. Nee. Okay, ach, du hast noch Schaufler. Na gut, geh da runter. Schraubt sich so in den Boden. Blubstrahl, hä, wo ist der denn? Blubstrahl, ernsthaft? Noch nicht Surfer oder irgendwie so. So, ein Pokémon noch, ne? Kramor, schon wieder ein. Warte mal, ich hab Steinnagel, aber der ist Stahl. Egal. Passt schon. Ja, perfekt. Nochmal. Ja. Sogar Steine auf mich geworfen. Ah, habe ich irgendjemand, der beschleunigen kann? Ja, von Lauf, du hast noch nichts gemacht. Ich werde jetzt sofort verrecken, weil er Flug ist, aber egal. Ha, sie haben mich gerufen. Was kann ich denn für sie tun? Oh mein Gott! Autsch. Komm. Das fand ich jetzt nicht nett. Nein, das gibt's jetzt nicht. Und der verreckt auch davon. Und wer? Ah. Ich habe mich fürs Hohe der Truppe geopfert. Haha. Oh. Und verdammt, hopp. Ja, wir haben gewonnen, geil. Gott verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir so weit voraus bist. Ja, ich bin ja nur der Champion, ne? Ich weiß nicht, warum ich mir jemals Chancen gegen dich ausgemalt habe. Ja, wenn hast du Delio, den unschlagbaren sieht. Sag mal, müsst ihr zwei Kids so laut sein? Sorry, kleiner Spaß. Hehe. Waifu. Rosania. Herzlichen Glückwunsch zu deinem großen Sieg, Daneo. Jetzt bist du der Champ. Und so sieht's aus. Danke. Nein. Obwohl, irgendwie schon. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Mach du jetzt auf einen auf Bescheiden oder was? Ach komm, du hast einen Grund, stolz zu sein. Das war wortwörtlich der härteste Pokémon-Kampf in meinem gesamten Leben. Was machst du eigentlich hier? Erlegst du was für Professor Magnolika?
Um ehrlich zu sein, arbeite ich nicht mehr als Assistent für meine Großmutter. Ich bin jetzt nämlich selbst Professorin. Was? Echt jetzt? Ich bin euch beiden übrigens sehr dankbar. Nur durch unsere gemeinsamen Abenteuer ist mir bewusst geworden, dass ich mich intensiver mit der Geschichte Galars befassen will. Außerdem habe ich Pokémon noch viel, viel lieber gewonnen als zuvor. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Hier, sogar mit Autogramm. Eine echte Rarität. Jetzt Danias Buch. Okay. Wird das wichtig sein? Ich habe schon eine Ausgabe. Ich habe mir meine gleich gekauft, als das Buch rauskam. Echt? Danke. Ich kann es dir nachher gerne signieren. Meine Großmutter sieht mich jetzt in einem ganz anderen Licht. Nicht zuletzt wegen dem Buches. Aber das ist der Anfang von Professor Danias Karriere. Das verspreche ich euch, Kids. Das glaube ich dir auf Wort, Sanja. Du und Daniro, ihr seid echt fantastisch. Ich habe großen Respekt vor euch. Ach übrigens, was macht ihr hier eigentlich? Ich verstehe schon. Seid bestimmt hier, um das rostige Schwert und den rostigen Schild zurückzubringen, oder? Ihr hattet ja nicht vor, sie einfach zu halten. Wo denkst du hin? Das würden wir doch niemals tun. Ich habe es komplett vergessen. Ich weiß es nicht. Ihr habt es komplett vergessen. War mal ehrlich, ich glaube nicht, dass das am Sinne von Sakia und Samacenta wäre. Daniro, weißt du nicht, du hattest das Gefühl, dass dich irgendwas herbeiruft? Vielleicht hat das ja damit zu tun. Was geben wir schwer den Schild zurück, um uns für die Rettung zu bedanken. Ich werde dann sehen, wir Sakia und Samacenta irgendwann wieder. Wahrscheinlich genau jetzt. Bin ich geheilt. Nö. Als wenn der jetzt gleich auftaucht, kriege ich voll auf die Fresse. Ich selbst bin eigentlich nur hier, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Ich verbinde keine besonderen guten Erinnerungen mit diesem Wald, also könnt ihr das Schwert und den Schild bitte möglichst schnell zurücklegen, damit ich noch ein paar Fotos knipsen kann. Ja, aber sicher. Los, gehen wir Schwert und den Schild zurück, um uns für die Rettung zu bedanken. Blablabla, bla, bla, das haben wir schon gelesen. Ja, nehmen wir das rostige Schwert zurück. Sag ja, Samacenta, vielen Dank für eure Hilfe. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir bringen euch eure Schätze wieder. Hopp, und du geben das rostige Schwert und den rostigen Schild zurück. Es wäre erledigt. Lass uns nach Hause gehen, Daniro. Was hast du jetzt vor, Sanja? Ich will noch etwas im Wald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Huch, der Energiequellendetektor schlägt aus. Oha, oha. Wir haben uns schon gefragt, wer diesen Lärm veranstaltet. Oha, oha. Sie etwa Professor Sanja, die Autorin von der Geschichte Galahad? Ja, das bin ich. Heißt das, Sie haben mein Buch gelesen? Gewiss doch, wir haben keine Seite, keinen Buchstaben ausgelassen. Wir haben es nicht nur gelesen, sondern auch gleich eine angemessene Bewertung im Internet hinterlassen. Ich zitiere, es gibt Internet in diesem Spiel, in der Pokémon-Universum. Ein widerliches Buch voller Lügen, leider nicht mehr wert als ein Stern. Die Wette, in meinem Buch steht ganz sicher keine Lügen. Sag mal, geht's noch? Das ist super unhöflich. Ich bin Schwerthold und ich bin Schildrich. Ihr seid Idioten. In unseren Adern fließt ein blaues Blut, denn wir sind die einzig wahren königlichen Erben Galars. Nicht nur das, wir sind obendrein auch noch unheimlich berühmt. Wahre Erben, blaues Blut, was fasselt ihr da? Was stimmt mit ihnen denn nicht? Oha, oha, sind das etwa das Schwert und der Schild, von dem wir so viel gehört haben? Oha, oha, sind die wirklich echt? Sie sehen ja fast schäbig aus. Bin ich gerade erpicht auf sie mir bloß nennen anzupassen. Schwerthold ergreift das rostige Schwert. Schildrich ergreift den rostigen Schild. Hey, Finger weg, die haben wir erst eben zurückgebracht. Wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt? Wir haben nur etwas vom Boden aufgelesen. Aber dadurch so lautstark beschwerst, kannst du sicher beweisen, wem sie gehören. Wie soll ich denn beweisen, wem dieses Zeug gehört? Jedenfalls das Schwert und der Schild sehr wichtig für Sakia und Samacenta. Du meine Güte, für einen einfachen Jungen aus dem niederen Volk legst du einen ziemlich frechen Ton an den Tag. Wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst, macht es dir sicher nichts aus, die Sachen in einen Kampf zu klären. Wir sind nämlich so berühmt, dass wir für uns keinen Kampf zu schade sind. Was auch immer das heißen soll. Du hast die Ehre, gegen den mächtigen Schwerthold kämpfen zu dürfen. Ja, ich bin noch nicht geheilt, du Hegel. Na gut. Der Typ weg. Der hat jetzt nur Sachen irgendwie mit dem Schwert was zu tun haben, ne? Na, oh, echt? Was jetzt nach der Story kommen hier die knallharten Kämpfe, ist klar. So, tschüss. Ich gehe mal nach oben.
Sternensturm, was für ein Ding? Die Attacke kenne ich nicht. Das gibt's jetzt nicht. Die hat dann überlebt mit 1 HP. Schwertanz, ja okay, Gott sei Dank. Hey, bei mir soll Hoppen jetzt gleich gewinnen. In seine Pokémon sind alle K.O. Er kämpft wahrscheinlich gegen diesen Schwerttypen, ne? Warum finde ich das so witzig? Fuß in die Fresse. Ein Fuß aus Stahl. So. Gegen mich bin ich sehr effektiv. Komm her. Komm her. Den einen Feuerball. Ins Gesicht. Lass mich raten, was Dings noch. Durengard. Nur wetten. Ich wette es. Ich wette es. Tektas. Achso. Achso, du. Okay. Das ist leider nicht sehr effektiv, aber egal. Feuerball. Ja. Oh, nee. Oh, gut. Du Idiot. Warte, was? Weil er die unterentwickelte Form. Wie ich alles nur mit meinem Starter hier weghaue gerade. Bin eigentlich aufgefallen. Ich mache ja alles mit meinem Starter gerade fertig. Ja, toll, dein Tektas hat mehr oder weniger ein anderes Pokémon gebracht. Boah, das war eine gute Aufwärmungsübung. Es wird Zeit, dass ich ernst mache. Und zwar mit meinem Pokémon, das nur noch ein Zehntel seiner AP hat. Ja, jetzt kriegst du voll auf der Fresse. Ja, das glaubst du ja nicht hier. Du weißt doch gar nicht, was dir noch blüht und oh. Ja. Ja, so habe ich mir ungefähr vorgestellt, wie das abläuft. Yay. Doch. Oh, er ist tot. Was? Oh, wie konnte das passieren? Meine Pokémon. Jonathan Joestar. Das ist trotzdem schwer, der hat wieder nicht genommen. Wahrscheinlich ist nicht deine Fähigkeit unterschätzt. Immerhin hast du es als Team sieht, das mich auf meinen Spaziergängen begleitet. Bravo. Wie noch seit dem Lachen nach Zotern hat mein jünger Bruder in Siegerung. Hopp, was kannst du eigentlich? Tut mir leid, ich habe verloren. Hä, was war denn los, Junge? Hat dich meine glorreiche Haarpracht so sehr eingeschüttet? Oder warst du mit den Gedanken einfach woanders? Aber sag mal, lieber Bruder, ist jetzt der Trainer, den in deiner Lust total Kontrolle gemacht hat? Jetzt, wo du sagst. Ja, du hast recht. Das muss der kleine Rotzdorf sein, der uns die Chance genommen hat, als Helden in Rampel nicht zu stehen. Meine Information zufolge war er auch Zeuge der Zerstörung der Wandmalerei, die unsere Vorfahren so kunstvoll angefertigt hatten. Solch ein Frevel. Dann hat dieser Bengel also die Zerstörung der Wandmalerei verantwortet, die unsere Familie seit Generationen verehrte? Meinen Sie die Wandmalerei, die Statuen von Sakya und Samazenta verdeckt hat? Dann die hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie zerstört wurde. Sehen wir uns fürs Erste zurück. Nächstes Mal bringen wir stärkere Pokémon mit und dann stampfen wir ihn im Grund und Boden. Dann schaffe ich es vielleicht, eins seiner Pokémon zu besiegen. So machen wir es. In diesem Sinne, ade. Hey, hier geblieben. Irgendwas. Gib den rostigen Schild sofort zurück. Stand da. Warte, hopp. Also wirklich, er kann den doch nicht einfach Hals über Kopf nachjagen. Du trägst das Ganze wie immer mit Fassung. Hm? Seltsam, dass Hopp gegen diesen Schnösel verloren hat. Er wirkt ja das unkonzentriert während des Kampfes. Vielleicht war das ja der Grund. Oder er ist einfach nur schlecht. Ich meine, musste er dabei zusehen, wie du als sein Rival zum Champ geworden bist. Selbst jemand wie Hopp wird es zu schaffen machen, wenn das Ziel vor Augen verliert. Aber damit beschäftigen wir uns später. Jetzt müssen wir uns erstmal bei diesen beiden Clowns Schwertort und Schildrich finden. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das anstellen könnten, wenn wir vielleicht ein Labor in Sprasbury besprechen. Ich mache mir ja Sorgen, warum habe ich das ausgewählt? Das kann ich ganz und gar nachverstehen. Wir können uns also schnell wie möglich um ihn. Genau, bis gleich im Pokémon-Labor. Also muss ich doch ins Pokémon-Labor. Boah. Ja, ja, das ist schon. Das ist. Was zum. Mach mir Sorgen um Hopp. Ja, ja, das ist schon schade. Okay, wir sehen uns im Labor. Was? So, dann weiß ich nicht. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, wer den noch den legendären hier noch fangen, aber anscheinend nicht. Ne? Wird das doch ein bisschen dauern.
bis ich irgendwie, weiß ich nicht, mit dem DLC anfangen kann. Was soll's? Stark war Deleon eigentlich noch, ne? Was? Boah! Wie stark war Deleon eigentlich noch so vom Level her? War der nicht auch irgendwie so 60 oder so? Ich hatte voll die Probleme damals. Aber ich hab meine Team-Pokémon hochtrainiert für diesen einen Trainer hier, Morimoto. Wahrscheinlich bin ich deswegen ein bisschen zu hoch gelevelt. Für all das hier. Ja, aber ist auch egal. Schlimmste haben wir schon hinter uns. Das ist jetzt eigentlich nur, weil nicht Zeit totschlagen für legendäre Pokémon fangen, ne? So, warte mal, bin ich überhaupt richtig? Nee, ne? Ich habe aber nicht falsch. Gott verdammt, das war. Ach, das war da unten, ne? Ach, das ist da ihr Labor. Boah. Das hat man davon, wenn man das Spiel irgendwie seit Monaten nicht mehr anfasst, ne? Storymäßig jedenfalls. Okay, mein Controller ist irgendwie im Eimer, also mein Stick, mein linker, was irgendwie nicht sein kann. Den habe ich erst von ein paar Monaten irgendwie neu gekauft, der ist schon wieder im Eimer. Letztens war der rechte irgendwie im Eimer, geht doch irgendwie nicht. Hi, wer bist du noch mal? Oh, Professor Sanja, sie haben Besuch. Ah, Danilo, da bist du ja. Wer ist das? Oh, die kennen wir nicht. Okay. Das ist meine Assistentin. Ich habe mit meiner Forschung jetzt alle Hände voll zu tun, also hebt sie mir aus. Präsident Rosé hatte eine große Menge an Unsternen gesammelt, die sich jetzt alle hier im Labor befinden. Meine Assistentin hilft mir bei der Verwaltung dieser Sammlung, damit ich nicht den Überblick verliere. Sie ist meine große Hilfe. Ach, ich mache doch nur meine Arbeit. Jetzt also dann die rote Champ. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Na komm mal mit, ich will dir was zeigen. Also hat noch nicht mal irgendwie den Namen vorgestellt. Das ist einfach nur meine Assistentin. Vor- und Zuname. Vor Ass. Nachname Enten. Erinnerst du dich noch an meinen Energiequellendetektor? Er schlägt aus, wenn er eine hohe Konzentration an Galar-Partikeln erfasst. Also an einen Ort, an dem die Einnahmaximierung möglich ist. Nur du wirst es nicht glauben, aber der Detektor hat aus irgendeinem Grund ausgeschlagen, als diese zwei Clowns aufgetaucht sind. Ich habe so das Gefühl, ich weiß schon, wohin das alles hinführt. Die beiden sind bestimmt irgendwie die legendären Pokémon in Menschengestalt oder so, ne? Lass mich raten. Wenn das stimmt, ne? Habe ich viel zu viele Rollenspiele schon im Leben gespielt. Und wie hilft uns das weiter? Das bedeutet, wir müssen nur in ungewöhnlichen Ausschlägen eines Energiequellendetektors folgen, um die Clowns ausfindig zu machen. Schwerthold und Schildrich. Oder war es Schwertrich und Schildhold? Ah, ich bringe diese absurden Namen immer durcheinander. Clowns ist kürzer und passt. Bleiben wir beim Thema. Überall, ich habe überall in der Galar-Region Energiequellendetektoren verteilt. Also dann. Zeig mal, ihr könnt Detektoren. Okay. Ich glaube da. Das könnte vielleicht ein Zeichen sein. War so ein heftigen Ausschlag hatte ich noch nicht erwartet. Das Signal kommt aus dem Törfeld-Stadion. Man sichert, dass das nichts Ungewöhnliches. Immerhin ist im Stadion die Dynamaximierung möglich. Aber die Messwerte sind außergewöhnlich hoch. In Deilos kann nicht die Ursache sein. Schließlich hast du es schon längst gefangen. Also hast du vielleicht etwas mit dem meinen Clown zu tun. Danilo, als Champ solltest du die Sache auf den Grund gehen. Ich habe deine Karte so modifiziert, dass du direkt da sehen kannst, wo die Detektoren ausschlagen. Das war einfach die Orientierung. Na gut. Dann geht es hier noch wohl ein bisschen weiter. Es wäre super, wenn du in der Lage meinem Törfelstadion mal nachsehen könntest. Ich versuche derweil mehr über die Clowns herauszufinden. Alles klar. Lady. Ich fühle mich sehr geehrt, für Professor Sanja arbeiten zu helfen. Ich finde es zwar schade, dass sie mir keinen Namen gibt oder mir nicht erlaubt, einen Namen zu haben, aber es ist beeindruckend, dass sie mit so jungen Jahren schon den Doktortitel erreicht hat. Okay. Passiert nur irgendwas? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es weiter im Törfelstadion. Ne? Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Und ja, ich habe eigentlich gerechnet, dass wir dann direkt so ins DLC reinkullern können, aber das wird wohl doch noch ein bisschen dauern. Ich drücke die ganze Zeit nach unten und der guckt immer noch nach rechts.
So, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.